Hallo, hier ist wieder euer Aquarianer. Sicher erinnert ihr euch ans letzte Video, wo ich euch gezeigt habe, was Shrimps und Fische eigentlich aus dem Aquarium heraussehen können von der Umwelt. Das Ergebnis war erstaunlich. Also, falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann tut das bitte gerne, das ist sehr spannend. Aber weiterhin wurde ich von einem meiner Zuschauer, den Florenzo, Grüße gehen hierbei raus, hingewiesen, dass ich mein Aquarium doch auch mal putzen sollte. Und natürlich bin ich als Aquarianer immer bemüht, die Wünsche und Anregungen meiner Zuschauer zu erfüllen. Deswegen seht ihr hier jetzt ein sauber geputztes Schwimmaquarium. Und ich gebe euch nun ein paar Tipps, was ich getan habe und was ihr tun könnt, damit es bei euch genauso sauber wird wie bei mir. Also bleibt dran, denn es wird spannend. Ich habe nämlich hier diesen Putzmagneten von einem Unternehmen. Gibt es wahrscheinlich von verschiedenen Anbietern. Ich möchte hier an dieser Stelle auch keine Werbung machen. Aber diese Seite hier gehört nach außen und diese nach innen. Und jetzt zeige ich euch, wie man dies in seinem Aquarium verwendet. Natürlich ist das Abmontieren des Deckels immer erforderlich. Und ihr habt vielleicht in meinem anderen Video auch schon gesehen, wo ich die Gefahren dieses Putzmagneten aufgezeigt habe. Wie dass man beispielsweise seine Unterwasserschnecken eventuell damit wegputzt, buchstäblich. Und das wollen wir natürlich nicht. Also, falls ihr es zu Hause auch macht, das funktioniert so. Die eine Seite ist etwas rauer, wie Klettverschluss. Und diese hier weich. Die raue Seite gehört nach innen und die mit dem Griff und dem Firmenlogo, also nehmen wir es so, nach außen. Da muss man aufpassen, denn die sind sehr ma stark magnetisch. Nicht, dass man sich einklemmt. Und wenn wir das jetzt haben, können wir damit unter Wasser gehen und etwaige Verunreinigungen entfernen. Davon seht ihr jetzt natürlich eher weniger, weil ich das natürlich. Ich mache das Licht mal wieder hier hin. Weil ich das natürlich alles schon getan habe und dadurch diese Scheibe hier wieder so sauber ist, wie man sie bekommt. Nebenbei habe ich auch noch, das zeige ich euch gleich. Also ich denke, ihr habt hier einen Eindruck gewonnen. Sowas bräuchte ich in XXL für meine Riesenaquarien unten im, sagen wir mal, in meinem anderen Set, wo diese 500 bis 600 Liter Aquarien stehen. Da ist es sicherlich eher mühsam. Und wenn man es also fertig hat, kann man sie einfach rausnehmen. Dann hat man sie so beieinander. Dann trocknet man sie ab und man hat saubere Scheiben. Wenn wir nun etwas herangehen, kann ich euch zeigen, was ich noch getan habe. Und zwar mein Java-Moos, was man hier sieht, hatte auch sehr starken Algenbefall von Fadenalgen. Man muss natürlich zugeben, dass man immer noch Fadenalgen hat. Die kommen schneller, als man denkt und sind hartnäckig wieder zu entfernen. Und hier in der Scheibe seht ihr den Grund, warum man aufpassen sollte, was man mit seinem Putzschwamm macht, weil dieses Teil ist kein Gegner für so eine kleine Unterwasserschnecke, wie wir sie hier sehen. Nämlich genau an dieser Stelle. Eventuell sehen wir sie, aber sie kleben an allen Scheiben, nämlich auch hier an diese. Genau dort. Es ist etwas schwer einzufangen, aber gerade eben habt ihr sie ja schon gesehen. Man muss natürlich auch immer den Schwamm von dem Filter reinigen, denn hier setzen sich auch gerne die Fadenalgen ab. Oder hier oben, man sieht alles veralgt. Wenn ich mit meinem Finger reingehe, um zu testen, ob ich es abkratzen kann, wird man feststellen, es ist schon sehr hartnäckig algig. Und man muss aufpassen, wenn man das macht, damit man nicht den ganzen Filter abreißt. Aber rein theoretisch gesehen sieht man, es ist möglich, was abzukratzen. Da hat man es halt an den Fingern. Dafür benutzt man am besten eine spezielle geeignete Bürste. Ich will nicht sagen Zahnbürste, aber eine Zahnbürste würde den Zweck wahrscheinlich erfüllen. Aber wie ich das mache, zeige ich euch im nächsten Video. Ich kann zusammenfassen, das Putzen des Aquariums besteht aus drei Schritten. Der erste Schritt ist, die Pflanzen zu stutzen und die Algen von den Pflanzen zu entfernen. Der zweite Schritt ist, mit diesem Gerät hier, mit diesem Hilfsmittel, sage ich mal, die Scheiben zu putzen
Und zu guter Letzt kann man sich um den Filter bemühen. Das heißt, ich bin hier bei Schritt 2 von 3 angelangt und der dritte wird noch folgen. Ich hoffe, ihr konntet in diesem Video etwas darüber lernen, wie man sein Aquarium richtig sauber hält. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare, damit ich sie lesen und beantworten kann. Und bis dahin hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen und konnte schon mal einige Fragen beantworten. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Wenn es euch gefallen hat, erzählt gerne euren Freunden davon. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann erzählt es bitte mir, damit ich tun kann, was euch gefällt, damit in Zukunft bessere Videoqualität vorherrscht. Aber ich gebe mir, wie ihr seht, immer die größtmögliche Mühe. Also würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vergesst auch nicht, die Glocke zu läuten, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Euer Aquariane.